Zurück bei Oblivion. Ihr habt mit der Mutter der Nacht gesprochen. Da ist nur unser Skelettwächter. Und Nur Arquen. Und wenn ihr jetzt mit ihr spricht, kommt ihr zum Abschluss der vorherigen Quest mit der Ehre deiner Mutter. Und bei ihr kommen wir jetzt direkt dann in den Epilog rein. Geehrter Zuhörer, ich biete mich euch als ergebener Helfer und Führer an. Erlaubt mir, euch in eurer neuen Rolle zu unterweisen. Erlaubt mir, euch Weisungen zu euren nächsten Taten zu geben. Ich werde hierbleiben und versuchen, die Zuflucht neu aufzubauen. Ich werde beginnen, neue Mitglieder anzuwerben. Ihr müsst euren neuen Aufgaben nachkommen. Die Statue in Braville ist ein Bindeglied zwischen der Mutter der Nacht und dem Zuhörer. Ihr müsst die Statue wöchentlich besuchen, redet mit ihr. Ihr erhaltet eine Liste mit Namen und Orten. Dies sind die Menschen, die die Mutter der Nacht angerufen haben. Sie bitten um einen Besuch von einem Sprecher, um einen Mord zu planen. Ihr braucht nur jede Woche einmal zur Statue zu gehen, die Liste der Namen und Orte abzuholen und sie mir hier in der Zuflucht zu übergeben. Dafür erhaltet ihr euren Teil der wöchentlichen Einnahmen der Zuflucht. Es gibt so viel zu tun. So viel. Ja, also ein Muss ist hier relativ. Ich gehe jetzt erstmal raus und via Schnellreise ab nach Braville, um mit der Mutter der Nacht zu sprechen. Die Uhrzeit ist ebenfalls egal. Also die Uhrzeit ist egal, wann ihr mit der spricht, am hellen Tag oder Dunkelheit. Eine Münze für einen Versehrten. Ist völlig egal. Seid gegrüßt, Zuhörer. Kommt näher und ich werde euch an den jüngsten Neuigkeiten teilhaben lassen. Denn jemand hat... Die dunkle Bruderschaft muss eine Waldelfin namens Narifin aufsuchen. Sie bedient sich unserer und wir dienen ihr nur zu gerne. Euer Sprecher sollte nach dieser Person in einer kleinen Siedlung außerhalb der Stadt Snowhawk suchen. In Skirrim, der Heimat der Nord. Geht nun, werter Zuhörer. Überbringt diese Nachricht an euren Sprecher, auf dass der Wille Sithis geschehe. Wir grüßen euch, fürchterlicher Vater. Gut, damit habt ihr hier jetzt schon die Informationen. Diese Informationen werde ich jetzt direkt per Schattenstute nach Chardinal an Arquen übergeben. Und damit hat sich die Sache. Also wie gesagt, ein Muss ist hier relativ, weil es ist eine ganz gute Einnahmequelle. Gerade wenn man mal so ein bisschen pleite ist, das gibt 200 Goldstücke. Nicht überragend, aber kann man mal machen. Was stört ihr mich? Geht weg. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sehen, unten sollten eigentlich schon einige Leute sein. Ja, da hier zum Beispiel. Zuhörer, wie kann ich von Diensten sein? Eure Anwesenheit ehrt uns. Die Mutter der Nacht hat gesprochen. Ich werde dafür sorgen, dass die Familienangehörigen die Kunde erhalten. Und hier ist euer Verdienst für diese Woche. Bis nächste Woche, erhabenster Zuhörer. Unter eurer Führerschaft wird die schwarze Hand ewig herrschen. So, und dieses Todeswisper, es hört nicht auf. Da man halt wirklich jede Woche da hingehen kann und dann dieses Geld einheimsen kann. Deswegen habt ihr dieses Todeswisper immer drin stehen. Sonst haben wir nichts immer drin stehen. Also, oder noch nicht. Also das Todeswisper ist auf jeden Fall sehr lange drin.
jetzt wollte ich mir auch mal in den Gemächern noch mal was angucken. Weil ich habe nämlich Griff, Zirkel und Zangen. Ich muss in einem Fass, was man sehr gut findet. Oh, da ist so jemand tot. Ach, Talentrühl. Ist so eine. Oh, ich bin umgefallen. Okay. Zuhörer, wie kann ich von Diensten alles sein? Schwer. Da haben wir auch noch jemanden. Nee, also ich nehme diesen Schrank hier, wenn der leer ist. Nee, nicht leer. Dann räume ich den jetzt leer. Und hier werde ich jetzt einige Sachen deponieren. Zum Beispiel die Zangen. 19 rein und noch den Griffzirkel, die 18 rein. Weil die werde ich in einem späteren Level noch brauchen. Mutterskopf ebenso rein. Seelenstein, einen kann ich gar nicht. Das passt aber. Gut. So habe ich auf jeden Fall jetzt etwas da drin schon mal deponiert. Jetzt kann ich hier noch gucken, was ich hiervon loswerden kann. Schlüssel nicht. Das brauche ich nicht mehr. Das kann ich verkaufen. Was ich aber jetzt natürlich auch machen kann, ist noch einige Zutaten mixen. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Nee. Mehr geht nicht. Damit habe ich da natürlich auch was. Und auch Schaden kann ich direkt mal annehmen. Ich kann kaum glauben, dass... Es tut mir leid, erhabenster Zuhörer. Aber ich habe euch euren wöchentlichen Lohn schon ausgehändigt. Kehrt bitte zurück, nachdem ihr mit der Mutter der Nacht gesprochen habt. Ihr könnt noch mal sie ein bisschen ausfragen, wie es ist. Steht. Als neuer Zuhörer der Schwarzen Hand müsst ihr mit der Statue der Mutter der Nacht sprechen und die Worte unserer unheiligen Ziehmutter hören. Wie ihr wisst, befindet sich die Statue in der Stadt Braville. Ihr könnt einmal pro Woche mit der Mutter der Nacht sprechen. Anschließend gebt ihr die Informationen an mich weiter. Wenn ihr dies tut, erhaltet ihr einen Teil der Wocheneinnahmen der Zuflucht. Keine Zeit zum Tratschen. Ein finsteres Schicksal erwartet uns. Sitis ist uns gnädig gesonnen, denn er hat uns euch geschickt, verehrter Zuhörer. Hier ist unser fürchterlicher Vater, und seine Weisheit und sein schrecklicher Zorn kennen keine Grenzen. Unter eurer Führerschaft wird die Schwarze Hand ewig herrschen. Damit schließe ich jetzt die Questreihe der Dunklen Bruderschaft ab mit diesem Gespräch mit Arquen. Verzeiht, Schwester. Und ich weiß noch nicht, wo ich mich gleich drum oder hinterher drum widme. Um welchen Bereich, also die reguläre Kämpfergilde, Magiergilde, Diebesgilde und Dunkle Bruderschaft ist abgeschlossen. Ihr müsst den Auftrag mit den Waisenkindern meinen. Ich muss mir erstmal einen Plan zurechtlegen. Nun, es stimmt. Die Kinder haben tatsächlich versucht, sich zu wehren. Die Armen. So zeige. Es freut mich.